Das ist der Sport. Grüß euch miteinander. Während in den letzten Wochen der Seid und Dumbia fast pausenlos in den Medien ist, präsent war, Ivorer im Team des BSC Young Boys mit Hochdruck an seinem Comeback geschaffen. Der Thierry Dubai, er, der ein halbes Jahr jünger ist als der Seid und Dumbia und aus der gleichen Fußballschule von Adjamé kommt, hat eine rund anderthalbjährige Verletzungszeit hinter sich. Jetzt scheint der 21-jährige Mittelfeldspieler bereit zu sein, wieder für grosse Schlagzeilen zu sorgen, wie er das schon vor seiner Verletzung gemacht hat. Der Beitrag von Philipp Dölil. Der Thierry Dubai hat eine eineinhalb Jahre lange Leidenszeit hinter sich. Zweimal hat er sich am Knie operieren und keinen Ernstkampf absolvieren. Im Test morgen gegen Lausanne soll er zu uns kommen. Es geht mir gut. Ich habe so lange gefällt und jetzt habe ich richtig Lust, wieder zu spielen und den Leuten Freude zu machen. Im verregneten Training heute hat es nicht den Anschein gemacht, dass der Thierry Dubai so lange gefällt hat. Und das Knie, das hat. Jeder, der mal verletzt war, geht am Anfang nicht voll rein und zögert klein. Aber ich fühle mich wieder fit und spüre eigentlich nicht viel. Ich gehe immer voll in Zweikämpfe und kann 100% geben. Ich denke, alles wird gut sein. So sieht man so ihr Physio von IB. Nachdem das erste Comeback von Thierry Dubai wegen der zweiten Operation verschoben werden musste, sollte jetzt nicht mehr schief laufen. Einzig der Oberschenkelmuskel über dem linken Knie ist noch nicht so ausgebildet wie der über dem gesungenen rechten. Ich denke, was man sicher noch muss schaffen muss, ist muskulär, dass er nicht noch die Unterschiede wieder mitmachen kann und Sprünge und Landungen. Aber sonst ist er auch wirklich topfit und trainiert auch schon länger wieder mit der Mannschaft. Also von dem her sollte es überhaupt kein Problem sein, ihn einzusetzen. Die Sprünge hat der 21-jährige Wohrer heute aber souverän gemeistert. Die Mitspieler sind froh, kann das Talent gleich in der Meisterschaft wieder eingesetzt werden. Er ist, denke ich mal, ein moderner Nummer 6 oder wie man sagt, Nummer 8, kann offensiv und defensiv agieren. Und ich habe gesagt, er hat sensationell lange Bälle, hat eine gute Spielübersicht und Spielintelligenz. Und das ist eines der Wichtigsten auf dieser Position. Die Freude beim Thierry Dubai ist zurück. Das Stehaufmännchen hat schon in den letzten Trainings bewiesen, dass er nichts von seiner Klasse verloren hat. Der Ivorer hat vor der Verletzung stark im Mittelfeld gespielt. Erwarten tut er jetzt nicht weniger. Ich will auf das Niveau zurückkommen und weiss, dass ich noch mehr kann. Das Warten hat gleich ein Ende. Sollte Test im Allverlaufen gibt es vielleicht schon in diesem Monat das grosse Comeback von Thierry Dubai. Ja, nächstes Dienstag hat der IB ein weiteres Testspiel gegen Solothurn und am 13. September das nächste Meisterschaftsspiel auswärts gegen Xamax. Vielleicht schon dann mit dem Thierry Dubai. Ja, spätestens an diesem Datum kommt ja aus, ob der US Open-Sieger in New York zum sechsten Mal in Serie Roger Federer heisst. Zu unseren Kurzmeldungen.